Hallo und willkommen bei Zipper Detailing. In diesem Video werde ich euch zeigen, was für Alternativen es gibt, um den Snowfoam aufzutragen, ohne unbedingt müssen einen Hochdruckreiniger zu benutzen. Es gibt zum Beispiel noch die Gloria, was ein Handsprüher ist, mit dem wir pumpen und aufsprühen. Und es gibt noch solche, die kann man einfach mit dem Gartenschlauch aufsprühen. Wir werden uns die Sachen jetzt mal in Action ansehen. Wenn du in Zukunft noch mehr Videos rund ums Thema Autopflege sehen möchtest, abonniere dich doch einfach. Zuerst mal, was ist Snowfoam und was bewirkt es? Snowfoam ist der erste Schritt bei der Autowäsche, bevor wir mit dem Waschhandschuh waschen. Er ist der sogenannte Vorwaschschritt. Der Snowfoam ist ein Schaum, welcher aufgetragen wird und dann einwirken lassen wird. Er dient dazu, den oberflächlichen Schmutz einzuhüllen und den gröberen Schmutz einzuweichen, ohne mechanische Einwirkung und ohne Schrammen. Schauen wir mal, wie das mit dem Handsprüher der Gloria so geht. Diesen kann man zum Beispiel ganz praktisch in Waschboxen einsetzen. Dafür füllen wir 1 Liter Wasser ein und 20 bis 30 ml Snowfoam. Dann das Ganze gut durchschütteln und schon kann es losgehen. Wie ihr seht, bekommen wir einen schönen Schaum. Kommen wir zu dem Gartenschlauchaufsatz. Da fülle ich auch etwa 1 Liter Wasser ein und 100 ml Snowfoam. Im Gegensatz zur Gloria haben wir zwar mehr Schaum, diese ist aber sehr dünnflüssig und fließt so wieder schnell ab. Dadurch kann der Schaum nicht ganz so gut wirken, aber es ist immer noch besser, als gar keinen Schaum anzuwenden. Am liebsten arbeite ich mit dem Kärcher. In diesem Fall habe ich 100 ml Snowfoam auf einem halben Liter Wasser aufgefüllt. Dieser Schaum wird am einfachsten und am schnellsten aufgetragen. Es muss jetzt nicht die Schaumpistole von Kärcher sein, es gibt solche von vielen Herstellern und für die verschiedensten Anschlüsse. Ein paar habe ich euch unten verlinkt. Nachher spülen wir den Wagen ab und dann können wir mit dem Handschuh und dem Zwei-Eimer-Prinzip anfangen zu waschen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen möchtest, dann vergiss nicht, dich zu abonnieren. Danke und bis demnächst.